Moin und willkommen zu einem neuen ELV-Lötet-Video. Ich bin Markus und ich zeige euch heute, wie ihr den Homatic IP Tischaufsteller für 55x55 mm Geräte zusammenbaut und wie es funktioniert. Viel Spaß! ELV, kompetent in Elektronik. Ja, wie immer beginnen wir mit dem Auspacken des Bausatzes. Hier haben wir zunächst einmal eine gedruckte Anleitung. Dann finden wir hier Batterien, die auch im Lieferumfang sind. Und einmal den Bausatz selber. Da unten befindet sich noch die Homatic IP Anleitung. Die soll uns aber jetzt gerade nicht interessieren. Hier haben wir einmal das Gehäuse, die Kabel, die hier schon vorgekürzt sind, und einmal Schrauben mit Batteriekontakten. Die Kabel kommen eigentlich nicht vorgekürzt, aber zur Vereinfachung habe ich das einmal schon vorbereitet, damit das Video ein bisschen schneller von der Hand geht. Die Drähte legen wir uns erst einmal beiseite, weil die brauchen wir noch nicht sofort, aber ausgepackt werden wollen sie natürlich auch. Hier bei den Schrauben und Batteriekontakten ist peinlich genau darauf zu achten, die richtigen Schrauben zu nehmen, denn die sind unterschiedlich lang, was auch vielleicht nicht im ersten Blick auffällt, aber die längeren Schrauben sind für die Unterseite und die kürzeren Schrauben halten das Innenleben im Gehäuse fest quasi. Da muss man einmal genau hingucken. Sollte man nämlich die langen Schrauben dort reindrehen, wo die kurzen Schrauben hingehören, ergeben sich auf der Gehäusevorderseite ganz unschöne Hubbel hier ringsherum. Fragt mich nicht, warum ich das weiß. So, wir bauen das Gehäuse einmal auseinander. Hier haben wir die einzelnen Gehäuseteile. Als erstes brauchen wir jetzt das Inlay, sage ich mal, und die Gehäusevorderseite. Das wird jetzt zunächst mit den sechs Schrauben einmal mit den sechs kurzen Schrauben ringsrum fixiert, damit wir dann auch einen festen Sitz im Gehäuse haben. Mit den kurzen Schrauben geht das dann auch relativ zügig. Die langen Schrauben verraten sich dadurch, dass das Einschrauben ziemlich schwergängig wird. Und das ist nämlich auch der Moment, wo man vorne die Nupsis auf die Gehäusevorderseite drückt. Oh, da hat sich noch eine Schraube irgendwo versteckt. Und da ist sie zwischen dem Batteriekontakt. So. Im nächsten Schritt werden dann die Batteriekontakte eingesetzt. Da brauchen wir haben hier einmal die etwas größeren, die für die Unterseite sind, wo die großen Batterien reinkommen. Und dann haben wir hier noch die etwas kleineren. Wir haben einmal hier Minus mit der Feder und Plus mit dem runden Kontaktpunkt. Da muss man auch einmal darauf achten, dass die Unterseite korrekt eingesetzt wird mit Pfeil nach oben, weil sonst gibt es am Ende Probleme mit der Durchkontaktierung der Geräte. Das heißt, dann kriegen die nicht die richtige Spannung. Minus gehört einmal hier unten hin. Muss man mit einem geeigneten Werkzeug ein bisschen nachhelfen, damit die auch richtig einrastet. Und an die rausstehenden Fahnen werden gleich die Drähte angelötet. So. Zack. Jetzt haben wir einmal Plus, Minus, Plus, Minus. Einmal über Kreuz, so wie es sich gehört. Und ja, dann setzen wir die Batteriekontakte hier auch nochmal in die Gehäuseunterseite ein. Hier ist es netterweise beschriftet. Das heißt, hier haben wir einmal den Minuskontakt, der eingesetzt wird. Auch da ist eine kleine Haltenase drin. Das heißt, da auch wirklich reinschieben, bis es hörbar klickt, damit die Kontakte auch richtig einrasten. So. Und so. So, jetzt haben wir unsere Batteriekontakte drin. Als nächstes werden die beiden Kabel zugeschnitten. Die Längen sind in der Anleitung angegeben.
Man braucht eine schwarze Leitung mit ungefähr 14 cm, eine mit 87 mm, um genau zu sein, aber 90 mm tun es auch. Und eine rote Leitung mit 106 mm und noch eine rote mit 81 mm. Die müssen wir uns jetzt erst vorbereiten, dass wir die festlöten können. Das heißt, das lege ich einmal kurz beiseite, dass wir das einmal auf beiden Seiten kurz abisolieren. Zu lang sollte es nicht werden, weil sonst die Kabel nicht in der Führung halten. Im Gehäuse sind extra kleine Führungsnuten eingelassen, so nenne ich es mal, wo die Kabel durchgeführt werden, damit die dann auch im Gehäuse, wo es ja doch etwas kompakter zugeht, auch korrekt liegen, damit das auch alles so funktioniert, wie es soll. Ordnung am Arbeitsplatz, immer wichtig. So, nehme ich mir hier meine Kreuzpinzette, starte mir meinen Lötzinn, Lötkolben. Wenn man solche Lötkugeln am Kabel hat, dann kann man die auch, die sind ein bisschen schwierig festzulöten, dann kann man die auch ganz einfach abstreifen. Denn Lötzinn folgt immer der Hitze. Und so kann man solche kleinen Ausrutscher dann auch ganz leicht beseitigen. So, damit sind alle Drähte vorbereitet. Die legen wir uns jetzt hier mal hin. Die Verdrahtung der einzelnen Gehäuseteile ist ein bisschen, man muss ein bisschen aufpassen, sagen wir es mal so. So, sagte er und passte wahrscheinlich nicht richtig auf, aber so, das kann man sich am besten so vor sich hinlegen. Und in der Anleitung ist das auch entsprechend bebildert, wo welcher Draht hin muss. Wir fangen mal mit dem ersten roten Draht an. Das ist der längere von den beiden. Der geht jetzt von hier oben nach da unten. Genau, man muss hier so ein bisschen darauf achten, dass man die Längen auch hinbekommt. Wie gesagt, es geht sehr eng zu damit. Deswegen verzinnen wir uns hier erstmal den Kontakt ein bisschen vor. Bei den Batteriekontakten gut aufpassen, nicht zu lange die Hitze einbringen, weil sonst verabschiedet sich das Kunststoff. So, jetzt haben wir den da schon mal dran. Und jetzt wird er hier so durch die Nuten geführt. Haben wir hier den ersten Lötpunkt schon gesetzt und ja, gemäß Anleitung werden dann einfach die weiteren Anschlüsse durchverbunden. Die sind in der Anleitung durchnummeriert, das heißt, man kann das einfach abarbeiten. So, das war schon die Verdrahtung. Jetzt muss das Gehäuse quasi nur noch zusammengesetzt werden. Jetzt sieht man auch beim Aufstellen, warum es so wichtig ist, dass die
dass die Abstände und die Längen alle halbwegs passen, damit das hier alles sich nicht so aufstaut und am Ende dann doch irgendwo rumhängt, weil das Gehäuse bietet auch ebenfalls nicht viel Platz. Und das wird jetzt einfach hier angesetzt, zusammengesetzt, eingerastet. So. Und so. Und zu guter Letzt wird das Ganze dann mit den langen Gehäuseschrauben, die hier in die vier Löcher kommen, verschraubt. So, dann kommen noch die beiden Batterien rein. Was auch ein großer Vorteil ist von diesem Tischaufsteller, ist nicht nur, dass man seine 55er Geräte, also zum Beispiel 6-fach Wandtaster oder Wandthermostat, bequem in Sichtweite auf dem Tisch stehen hat, sondern dadurch, dass in einem Wandthermostat oder einem Wandtaster Mikrozellen verbaut sind, hier aber Mignon-Zellen drin sind, hat das zur Folge, dass auch die Batterieleistung bzw. die Batterielebensdauer verlängert wird. Und wie gesagt, es passt jedes 55er Gerät aus dem Homatic oder Homatic IP-System rein. Wer es noch hat, auch die alten FS20 Komponenten passen da noch rein. Und wie gesagt, einfach austauschen, einsetzen, funktioniert. Viel Spaß mit dem Tischaufsteller. ELV, kompetent in Elektronik.